Und damit willkommen zurück, meine lieben Sünder, bei TKKG 16. Das unheimliche Zimmer. Ja, jetzt wäre mir der Titel beinahe entfallen. Ja, wir machen weiter im Steinbruch und machen mal Lucky Lucky, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Funktioniert. Aha. Mhm. Wozu haben wir jetzt die Fahne da reingesteckt, wenn ich fragen darf? Damit es das nächste Ziel quasi ist. Ah ja, okay. Also die arbeiten nur nach Fahnen quasi. Wo keine Fahne ist, arbeiten die nicht. Holz stecken. Ich habe eine Lösung nachgeschaut. Ja. Stab. Noch keine guckt. Wirkliche Delikatesse. Weil, sonst brauchen wir noch 100 Jahre. Mhm. Aber ganz ehrlich, wer soll darauf kommen? Leute, ich sag's euch, das ist kein Kinderspiel für mich. Nee. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Also wir beide sind der Meinung, dass dieser TKG noch schwerer ist als die früheren und dass es eigentlich immer weniger für Kinder geeignet ist. Ein leckerer und vor allem süßer Karamellapfel allererster Güte. Und man möchte ja an einem Spiel auch, sag ich mal, nicht immer nur sinnlos rumklicken oder so. Das macht ja irgendwie auch keinen Spaß. Weil man kriegt halt irgendwie noch weniger Hinweise, ja, noch weniger Tipps, was man jetzt eigentlich machen soll. Und das könnte man übrigens auch in die Tonne treten. Es nimmt halt so den Spielfluss ein einfach. Karamellapfel? Für uns? Cool, danke! Bitte! Wie freundlich die kleinen Kröten plötzlich sein können, wenn man ihnen etwas Süßes zu beißen gibt. Denkt ihr nicht, dass wir jetzt dafür etwas bei euch gut haben? Hä? Mein Freund meint, ihr schuldet uns jetzt wohl etwas. Er weiß schon, was du meinst. Er ist nicht dumm, auch wenn er so aussieht. Wollt ihr uns nicht eine eurer Fußballhupen überlassen? Ihr braucht sie ja jetzt eigentlich nicht mehr. Schlagt euch ja gerade schon den Bauch voll. Nee, unsere Hupe behalten wir schön für uns. Aber die alte Hupe von Kurt könnt ihr haben. Der ist schon heim, hat Bauchweh. Na bitte, so ist doch jedem geholfen. Auch wenn es schwer fällt. Danke. Hä? Vergiss es. Mein Gott, der ist echt nicht so helle, oder? Nein. So, mit der Tröte, lass mich raten, können wir ihn jetzt aufwecken. So ist es. Alter, der kriegt einen Herzinfarkt. Habt ihr das schon mal bei jemand gemacht? Der springt garantiert im Kreis, ey. Wie? Wo? Was? Der hat so ein geiles Gesicht. Geht's schon wieder weiter? Die Zeichnung. Die Pausen werden auch immer kürzer. Ja, ach, was soll's? Jammern ist zwecklos. Die Steine bewegen sich nun mal nicht von alleine. Ja, ey, komm. Auf geht's. Du hast doch schon einen Job, wo du jetzt, sag ich mal, sitzen darfst. Es gibt schlimmere Jobs, also chill mal. Was für ein fleißiges Arbeitsbienchen, oh, unser werter Kranfahrer. Hat brav den ganzen Steinhaufen beiseite befördert. Und ist jetzt schon wieder im Reich der Träume. Gut für uns. Dann können wir in aller Ruhe auf die Suche gehen. Das ist wie mit dem Intro am Anfang des Spiels, ne? Da waren sie auch ein bisschen faul, da hätte man auch eine schöne Animation machen können, oh, aber... Das ist aber dunkel hier dafür drin. Dafür reicht die, man sieht kaum Lust die Hand nicht vor oder Augen. Die der Zeit Stollen wurde wohl vor Jahren stillgelegt. Stillgelegt und zugeschüttet. Und zwar vor maximal 5 Jahren, wenn meine Vermutung stimmt. Ich bin mir nicht sicher, Tim. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo hier eine Rune versteckt sein sollte. Das sieht so ein bisschen aus, als würden wir jetzt ins Licht gehen, ne? So, den letzten Pfad in den Himmel. Oh, der ist ja kaputt. Das sind nur 2 einzelne Hälften. Ja, und somit für uns eigentlich relativ nutzlos. Wir nehmen einfach alles mit. Wir wissen, alles ist nützlich. Ich sehe hier nur Steine. Geht's da weiter? Hier endet der Stollen. Wirklich verdammt dunkel hier drin. Aber es sieht so aus, als würde senkrecht nach oben ein Schacht weitergehen. Aha, okay. Ansonsten hätte ich gesagt, können wir vielleicht auch mal mit der UV-Taschenlampe leuchten, weil die haben wir auch dabei. Ich weiß nicht, ob die irgendwo das anwendbar ist. Das ist wenig sinnvoll. Naja, ich weiß nicht, irgendwo an den Steinen oder so, habe ich gedacht, vielleicht ist da irgendwas versteckt. Aber wir könnten vielleicht... Die Schraube passt. Der Bolzenschneider ist wieder voll funktionsfähig. Ja, gut, aber... Den werden wir jetzt noch nicht brauchen, weil Bolzenschneider bei Stein und Holz ist sinnlos. Aber wir kommen also nicht weiter da hinten, ja? Gibt's bestimmt wieder irgendeine Kleinigkeit, die man wieder... Pennt der schon wieder? Ja. Alter, Junge, dann geh doch nach Hause. Du brauchst doch nicht arbeiten hier, wenn du sowieso noch ganz abpennst. Überleg gerade. Irgendwo habe ich eine Truhe gesehen, die, glaube ich, mit einer Kette verschlossen ist. War nicht hier, oder? Ich habe keine Truhe. Oh, warte mal. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Schade. Ich kann mich gar nicht erinnern. War da irgendeine Truhe?
Haben Sie doch doch... Was glaubt... Nein, da... Okay, und jetzt? Gibt es hier das Wichtiges zu entdecken? Ja, Holzensteine, ne? Ja, es ist bestimmt wieder irgendwas, was wir finden müssen. Keine Ahnung, das ist... Ist halt, gar nicht mal so leicht. Ist wahrscheinlich wieder so ein Mini-Teil, wo wir irgendwo anklicken können. Man muss wahrscheinlich hier wieder alles filigran absuchen. Millimeter genau, um. Da war auch ein Ding, aber ja, passt. Also, der Balken. Okay, der Balken. Ne? Ja, Leute, also ich muss ganz ehrlich sagen, es macht nicht sehr viel Spaß, das Spiel, weil man kriegt halt keine Hinweise. Gibt es hier irgendwas Wichtiges zu entdecken? Ja, toll. Was ist denn das für ein Hinweis? Es zieht sich halt ein bisschen, ne? Also, ich mag TKKG sehr gerne. Ich habe auch die alten Teile sehr, sehr gerne gespielt. Aber ich weiß nicht, ob sich Tivola mit dieser neuen Version wirklich einen Gefallen getan hat. Man kriegt so wenig Hinweise und das, was helfen soll, hilft halt überhaupt nicht. Weil ich weiß nicht, habe ich das gefunden, was ich finden soll? Soll ich noch was anderes finden? Ja, ihr habt manchmal geschrieben, es wirkt so, als hätten wir keinen Spaß daran. Und jetzt habe ich wirklich keinen Spaß daran. Und jetzt müsste man es auch merken. Davor, das ist halt dann immer so. Ja, man regt sich auf, so, wie kann man nur, und kann noch nicht weitergehen, weiß ich was. Aber hier, das nervt mich jetzt schon. Ich habe gerade gelesen. Mhm. Geh mal mit dem Bolzenschneider raus. Wie raus? Raus, also hier. Und dann versuch den mal hier auf dieses Kabel hin anzuwenden. Warum? Weil wir das wohl durchschneiden müssen. Es hat funktioniert. Und was bringt mir das jetzt? Irgendwie kommt da jetzt ein lauter Knall und dann, keine Ahnung. Müssen wir schauen. Mehr habe ich jetzt nicht geguckt. Im Stollen hat es einen Mordsschlag getan. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts gehört. Nö. Hast du was gehört? Nein, ich dachte auch mal in der Lösung stand, es gibt einen Knall. Ich habe nichts gehört. Ein Aufzug. Er muss an dem Seil gehangen haben, das wir gekappt haben. Da kommen wir jetzt nicht mehr hoch, ne? Jetzt haben wir den Arbeitsplatz der Mitarbeiter zerstört, ne? Wenn da einer drin gewesen wäre, hui, das wäre teuer geworden. Ja, ich würde halt schon gerne einen Fahrstuhl, kann ich das nicht? Nein. Muss ich mit der UV-Lampe? Bingo. Rune Nummer 2. Ein Fischi. Von der wir leider auch nicht wissen, was sie bedeutet. Nein. Das schon. Aber ich hoffe, wir wissen mehr, wenn wir die dritte und letzte gefunden haben. Lasst uns einmal rekapitulieren. Was wissen wir? Fakt ist, in einem verlassenen Hotel gibt es ein zugemauertes Zimmer. Dazu Blut. Wahrscheinlich Blut und Spuren eines Monsters. Eines Monsters, das hier vor 5 Jahren gesehen wurde. Zum gleichen Zeitpunkt, zu dem das Hotel geschlossen wurde. Außerdem haben wir eine Art Schatzkarte, die dem Finder des Schatzes ewige Jugend verspricht. Und wenn wir uns nicht täuschen, von dem Monster höchstpersönlich verfasst wurde. Wir haben jetzt schon 2/3 des Rätsels gelöst und sind trotzdem keinen Schritt weiter. Vielleicht ist das auch alles schon zu lange her und es gibt den Schatz nicht mehr. Vielleicht gab es ihn auch nie und es ist nur ein dummer Jungenstreich. Zum Beispiel von unseren Freunden aus dem Dorf. Möglich ist natürlich alles. Was soll das heißen, dummer Jungenstreich? Blödsinn! Wir haben das Blut und die Mauer gesehen. Also verschließt nicht die Augen vor dem, was ihr nicht sehen wollt. Na, Tim, bitte. Jetzt mach mal langsam, Tim. Ja. Alles, was wir wollten, war einen schönen Ausflug mit den Rädern machen. Und nicht auf Teufel komm raus auf Monsterjagd zu gehen. Ihr werdet doch jetzt nicht aufgeben. Wir haben die zweite Rune und mit dem Fischsymbol einen weiteren, eindeutigen Hinweis. Ach, dann macht das doch okay, allein. Okay. Von so mir aus können wir dieser Spur noch nachgehen. Möglich, oder? Aber wenn uns das nicht entscheidend weiterbringt, schwinge ich mich endgültig aufs Rad. Ich auch. Sie haben recht, Tim. Es war nie geplant, dass wir so lange wegbleiben. Mein Paps macht sich bestimmt schon Sorgen. Also gut, abgemacht. Diese eine Spur noch. Wenn sie keinen Erfolg bringt, brechen wir ab. Versprochen. Ja, wir wissen, wo wir jetzt hin müssen. Zum Wegweiser. Richtig. Denn da sind die Symbole. Was ist denn mit dem Wegweiser passiert? Nein! Den hat gerade ein LKW umgefahren, der hier durchkam. Hat hier rumrangiert, weil die Straße so eng ist. Nein. Und plötzlich rums! Und wo ist der jetzt? Beim Schreiner natürlich. Denkst du, die backen jetzt einen neuen? Ach, nicht so frech. Das noch. Das kann noch dauern, bis der wieder steht. Wo ist der Schreiner? Tim, du weißt, was das heißt. Leute, gebt mir noch eine Chance. Nein, das ist vorbei, Tim. Ich weiß, das ist alles nicht so schön hier. Feucht, dunkel, kalt. Mhm. Und die Leute sind nur schwer zu ertragen. Aber... Hey, was soll das denn heißen? Tim, hör mir zu. Wir essen jetzt alle zusammen eine schöne, warme Suppe
Und dann machen wir uns auf den Heimweg. Das mit dem Wegweiser konntest du ja nicht ahnen. Komm schon, Tim. Lass es sein. Also gut. Lassen wir es dabei. Wahrscheinlich habt ihr sogar recht. Und versprochen ist versprochen. Ja. So, das war's mit TKG. Also, es war sehr schön mit euch. Wer haben wir denn hier? Eine Suppe, bitte. Können wir was Neues an... Wie laut? Etwas. Das ist aber... Ah, das ist dasselbe, ne? Das alte. Wir dürfen keinen. Das ist nur ein Vorwand, um mit ihr zu reden, oder? Sind Sie auch gekommen, um dem Hexenfest beizuwohnen? Glaub mir, mir ist im Moment nicht nach Hexen oder anderen Ungetümen. Warum denn? Wenn ihr wüsstet, was mir gerade passiert ist. Was ist Ihnen denn so Spannendes widerfahren? Ihr werdet es mir ja doch nicht glauben. Grünes Monster? Dazu müssten wir erst einmal wissen, worum es geht. Also gut, hört zu. Mein Name ist Gertrude Dreustedt. Ich wohne in Unterfeldbach, keine 10 Kilometer von hier. Meine größte Leidenschaft ist die Ornithologie. Ah, Knochen. Verstehe. Ornithologie, nicht Orthopädie, du Knallzüte. Nee, ich hatte schon recht. Knochen. Sehr richtig, danke. Ich denke mir schon geil. Ich war heute, schon zuvor, in Neuwiedler Forst unterwegs, um meine gefiederten Freunde zu beobachten. Klingt ja ultra spannend. Ruhe, mein Freund. Jawohl. Nach einiger Zeit des Studierens entschloss ich mich zu einer kurzen Rast, um mich zu stärken. Ich platz gleich vor Aufregung. Als plötzlich ein furchteinflößendes Monster aus dem Buschwerk brach und direkt auf mich zuraste. Ein Monster? Was für ein Monster? Wie sah es aus? Es war schillernd grün, hatte am ganzen Körper Haare und grunzte und fauchte wie wild. Ich bin natürlich Hals über Kopf geflüchtet. Grün? Überall Haare? Das muss es sein. Das ist das Monster vom Friedhof. Die Beschreibung passt zumindest auffallend auf das Monster, das Tom vor 5 Jahren fotografiert hat. Kann es wirklich sein, dass es zurückgekommen ist? Wo genau war das? Wo hat sie das Monster überfallen? An der Raststätte bei dem alten Germanendenkmal. Ein Denkmal? Ja, das Denkmal von Rutger dem Germanen. Es erinnert an die Schlacht im Jahre 9. Damals hat er hier im Neuwiedler Forst den Römern eine schmerzliche Niederlage bereitet. Wo finden wir denn dieses Denkmal? Ungefähr 5 Kilometer südwestlich von hier. Man muss nur dem Bachlauf folgen, der sich durch den westlichen Forst schlängelt. Auf die Räder, Freunde. Worauf warten wir noch? Soll das heißen... Wie es aussieht, hattest du recht, Tim. Das Monster ist aus der Vergangenheit zurückgekehrt. Hier geht es um mehr als um einen dummen Jungenstreich. Und wir kommen dahinter. Koste es, was es wolle. Aber jetzt mal so, Real Talk. Wenn ihr im Wald... ein grünes Monster seht, das rumfaucht und rumbrüllt oder was, würdet ihr da weglaufen oder würdet ihr nicht so denken, so Alter, hör mal auf mit dem scheiß Kostüm hier rumzurennen, würdet ihr wirklich denken, es ist ein Monster? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, also weiß ja nicht, ob jemand an sowas glaubt, aber ich bin ja ein Mensch, der liest sich immer sehr genau alle Sachen durch. Tivola, wenn ihr das hier seht, ich habe einen Rechtschreibfehler entdeckt. Schau mal auf das Wort Wanderin. Ja, Wandererin. Wandererin. Also, na, ihr wisst Bescheid. Tivola, dafür sind 100 Euro Schmerzensgeld fällig. Ich kontrolliere gerne eure ganzen Sachen, die ihr geschrieben habt. Zu 1000 Euro im Monat, gar kein Problem, mache ich gerne. Schon mal den nächsten Job anlassen. Ja, ja. In der Corona-Krise. So, das Ding im Anstatt. YouTube-Business. Natürlich, muss das muss es sein. Da vorne, das ist wohl dieser Germanenkrieger. Jetzt ist Vorsicht geboten. Das Monster kann sich hier noch irgendwo herumtreiben. Ja, was soll es denn bitte mit uns machen? Es könnte uns auspeitschen. Oh, schau mal, hier sind... Was ist denn das? Das war einfach nur so... Ja. Magic. Den mystischen Effekt verstärken. So, jetzt heißt es wieder überall klickern, bis der Arzt kommt. Ich klicke einfach alles an. Oh, guck mal, Loch im Baum. Im Baum befindet sich ein Astloch, yeah. Da kommt bestimmt wieder irgendwas raus. Eine Keksdose. Eine leere Keksdose. Oma Trudes Mandelzauber. Mm. Da hat jemand aber einen Mordshunger gehabt. Ausgehungert. Das war das Monster wahrscheinlich. Da es kein Menschenfleisch bekommt, muss es jetzt auf Kekse umsteigen. Und dann heißt es das Krümelmonster später. Oh, was ist das? Kann man nicht anklicken. Geht's noch weiter? Nee. Nein. Ja. Ich würde halt gerne in die Höhle reingehen. Und kann das nicht.
Du weißt doch, man kriegt nicht alles, was man möchte. Ja, ich weiß halt jetzt ehrlich gesagt nicht, ob uns das jetzt so weiterhilft. Ich wundere mich, dass wir hier wenig machen. Vielleicht können wir was kombinieren mit dem, vielleicht können wir mit dem Kleiderbügel zum Beispiel in den Baum rein oder so. Vielleicht können wir da was rausholen. Nein, das passt. Okay, gut, hätten wir das auch geklärt. Das war jetzt das Einzige, was mir in die Höhle reinleuchten, würde auch nicht gehen. Das wäre so das Einzige, was mir gekommen wäre, so im Baum mal nachzuschauen, weil sonst haben wir ja nichts gefunden, wo irgendwas versteckt sein könnte eigentlich. Das geht so. Das ist halt wieder nicht offensichtlich. Ne? Man muss halt. Was ist der Stein hier eigentlich los oder was? Nee, okay, weil der so auffällig war irgendwie so. Hat mich ein bisschen getriggert, aber nee. Natürlich nicht. Was ist da hinten in dem Sumpfmoor? Da kann man nicht hingehen. Ah, hast du ja schon geschaut. Ah, ist wieder jetzt so typisch, dass man wieder hier nichts findet. Wollen wir uns das nicht ein bisschen näher anschauen? Ich weiß ja nicht. Also das ist absolut. Zum Mäusemelken. Ja, ist glatt und trocken. Das ist ja alles auch ganz toll, aber. Was ist mit dem Baumloch? Ist da auch was? Oder? Nee, da ist nichts. Okay. Ja, in den Löchern ist nichts. Ne? So viel zu dem Thema. Höhle. Ja, aber in die kann ich ja nicht rein. Ich würde gerne in die rein. Da kannst du wahrscheinlich auch nicht reinleuchten. Wir haben halt sonst Streichhölzer, bringen uns ja auch nichts, wenn die Taschenlampe nicht nehmen. Den kann ich auch nicht. Klingt logisch. I love it. Ich schau mal kurz auf unseren Timer. Ich glaube, wir haben. Oh ja, wir haben schon wieder. Ja, okay, gut. Wir wissen gerade nicht weiter. Zu viel Zeit. Wir müssen erstmal jetzt hier schauen, wie wir hier weiterkommen. Ja, dann. Heißt es für euch, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und unterstützt uns damit. Und lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle wieder zusammen im nächsten Video. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas reißen können. Oder ob wir irgendwann das Monster eventuell sogar sehen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag noch. Ciao. Bis dann.